Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Fallout 4. Das besoffene Skelett liegt auf dem Sofa und ich krall mir das, was im Safe ist. Und die Nuka-Cola ist ja auch noch. Und die... Ja, das hört sich lieber. Wirklich viel Gewinn zum Gewicht habe ich jetzt aber nicht dazu gekriegt. Das plus 50 Tragekapazität. Moment. Ah, wenn ich überlappen kann, ich über Investitionspunkte machen. Ah ja, also von 25 auf 50 einfach abgegradet. Also habe ich nochmal 25 dazu gekriegt, keine 50. Das ist jetzt nicht so viel, wie man nach den alten Karma-Systemen gekriegt hat. Das sind noch mehr Ghule. Ich glaube, dieser Rundumschuss, den er da macht, der funktioniert auf einer Ebene. Hallo, Mr. Silverschraut. Silbermaschinenpistolenrequisite. Ausgezeichnet. Auch spezieller Gegenstand. Ich frage mich, ob der auch ein Gewicht hat. Zum Geier? Leicht buggy, wa, Kollege? Leicht buggy. Und Schwerschwert habe ich schon Grottner-Kostüm. Bingo. Stärke und Nahkampfschaden des Trägers. Schmalzlockenperücke, Brille mit schwarzem Gestell. Schwarze Weste und Hose. Raumschlüssel. Nehmen wir mal so mit. Mit X, automatisches Kampfgewehr plus Kaffee-Tablett. Ah, oh, muss ich nicht aufknacken. Okay, das war wohl der Raum des Stars. Unglaublich überwältigende Geschichten. Ja. Du hast eine Ausgabe von Bla. Du verursachst 5% mehr Schaden mit dem Alien Blaster. Lol, den habe ich ja nicht mal. Cool. Schmerzlockenperücke, Smoking, Sonnenbrille, Traubenmentat. Du kaufst uns 10% billiger ein und verkaufst uns 10% teurer. Whatever. Moment mal, diese komische... Okay, die Maschinenpistole ist definitiv keine Waffe in dem Sinne. Das ist eine Brustrüstung. Die würde auch, glaube ich... Ne, die würde nur meinen Brust erhöht, den ganzen erhöht stark. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, das Gottner-Kostüm. So, schaut, ersetzt alle Körperteile. Geschichten. Vielleicht kann man die Sachen irgendwo bei einem Sammler oder sowas verkaufen. Eigentlich soll in diesem Laden noch eine Power Armor existieren. Eine Power Fist existieren, das war's. Nicht Power Armor, Power Fist. Aber bis jetzt nirgends gesehen.
Oh, eine Steuerung. Test. Lol, alles bunt geworden da drüben. Okay, die Kameras sind out of order. Alle kaputt. Scheint sonst nichts weiter zu geben. Aber wir haben zwei Comics gefunden. Interessant, wie die Außenwelt aussieht. Okay, auf die Weise müssen sie halt keine direkte Verbindung irgendwie schaffen, dass man die Außenwelt sehen kann. Die haben einfach nur so eine, ja, so ein Placeholder-Scheiß draußen hingeklatscht für diesen Instanz-Level. Funny. Anscheinend hier, oh, Klebebänder. Scheint hier auch echt nichts zu sein mehr. Tja, Hubris Comics war dann noch nicht so interessant. Aber man, ein bisschen was gefunden haben wir. Jetzt kann ich jemanden mit den Silvershout-Sachen ausrüsten. Ich glaube, es ist echt mal an der Zeit, dass ich mich zu Diamond City begebe. Schon dunkel geworden. Eingelegtes Fleisch. Und wo ist Red Away? Bist du denn ein Gegner? Hey. Awesome. Knallt sie ab! Knallt sie alle ab! Fuck! Findet sie und tötet sie! Ah, es gibt Plünderer, es gibt Räder, es gibt Räderplünderer. Einfach nur du oder ich! Auf sie. Was? Du musst es unbedingt den Helden spielen, was? Du musst langsam fahren. Legendärer Raider. Was? Nein! So, ich habe die ganze Zeit diese Hundekontrolle dran gehabt. Verbessertes Bleirohr. Bleirohr? Leck mich doch. Nein. Bleirohr. Hat jemand Wolfenstein gesagt? Alter, die Küchenzeile sieht ja noch richtig neu aus hier. Wow. Da weiß ich mal, wie man Küchen baut. Schnell äußerbar. Okay.
Ja, wenn man schon versehentlich in so eine Tür reinläuft, dann kann man es ja auch dort suchen. Bügelsäge. Handschellen am Knochen? Da hat sich jemand den Arm abgesägt, wie es scheint. Soll das eine Anspielung auf Saw sein? Back Bay. Strange. Bin jetzt auf dem Dach. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder durchs Haus nach unten laufen. Scheiße, was war das? Ich habe einfach mächtig improvisiertes Repetitiv-Scharfschützengewehr. Nein, danke. Das wird sicher lustig. Stimpack, Rotzange. Tropenritterbay. Das war's. Leute, gerade runtergefallen. Ich bin gut. Oh yeah. Also kann ich ihn nicht looten. Das Präzisionsschüssenkabel kalibriert. Wahrscheinlich ein improvisierter Müllhaufen. Nicht ohne einen Power Armor Jetpack. Und was ist das für eine abgefuckte Feuerleiter? Wie soll die denn irgendjemanden schützen vor dem Brand? Oh, wir sind aus der brennenden Wohnung gekommen, aber jetzt stehen wir auf dem Abhang, vor einem Abhang, wo wir nicht weiterkommen. Yay. So schlau, die Leute. Einmal müssen die Map-Bilder einfach schlagen. Manchmal. Ich glaube, ich kann hier so runterhüpfen. Gewehr mächtig. Boah, nicht. War hier nicht noch irgendwie ein Raider? Genau da. Die haben mich jetzt ein bisschen einfach mal im ursprünglichen Ziel abgelenkt, die Schweine. Hier müsste, glaube ich, in die Rehe. Da oben. Was ist das für ein interessantes Gebäude? Der Trinity Tower. Jemand da? Ah, super Mutanten. So, Mutanten. Schrottrüstung. Ich glaube, da habe ich schon was Besseres. Geh den Funknachrichten nach. Hilfe! Mayday! Was immer man über Funkus hat. Ich heiße Rex Goodman. Ich werde in der Spitze des Trinity Towers gefangen gehalten. Ich glaube, die Supermutanten wollen mich bald fressen. Ich setze diese Nachricht auf Wiederholung. Oh, Scheiße! Ich muss Schluss machen. Da kommt einer der Mutanten. Hilfe! Oder Mayday! Oder was immer man über Funk so sagt. Ich heiße Rex Goodman. Ich werde in der Spitze des Trinity Towers gefangen gehalten. Ich glaube. Okay. Rex Goodman oder wie auch mal der gerade hieß. Dann gehen wir ihn mal retten. Natürlich holen wir uns unsere Belohnung hier aus den Fleischsäcken raus. Ich frage mich, wie viel davon Menschen waren. Wahrscheinlich ein nicht zu unterschätzender Anteil. Eine Fahrstuhlleuchte, den scheint man auch nutzen zu können. Zumindest in der unteren Ebene hier. Meierlock. Muss die da nicht alles reinquetschen. Erstmal so durchsuchen. Okay, hier ist nix. Geh mal aus dem Weg und ich habe keinen Bock runterzufallen wegen dir. So, scheint eine Art Restaurant oder Café gewesen zu sein auf der Ebene.
was eigentlich nicht mehr so wirklich existent ist. Gut, dann machen wir uns mal auf die Spitze zum Trinity Tower unterwegs. Auch wenn ich ursprünglich zu Diamond City wollte, man sollte sowas ja nicht einfach liegen lassen, wenn man schon die Gelegenheit hat, bestimmte Sachen zu finden. Du, die Schwächsten von uns töten, das uns nur stärker machen. Fist, okay. Namhafter Supermutant. Der offensichtlich gelernt hat, eine Funkanlage zu benutzen. Okay, die sind halt sehr militärisch angehaucht, die Typen. Ich schlag nicht, ich schieße, du Pfeife. Ups, Planke wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Wir die Zukunft sein. Okay, scheint noch eine Etage unter mir zu geben. Dass nur einer von uns überlebt und dass ich du sei. Misthöhle. Herrchen kommt wohl auch gleich. Ich will doch hier nur die Sachen durchsuchen. Die haben mich aber nicht gekillt. Haben wir jetzt keine angelegt. Homeplate. Köter, hör auf, Türen aufzumachen. Die Leute sehen mich noch. Weißer Kasten. Das ist ja so überraschend. Geschafft. Dass die Sachen zum Aufklärchen sind. Planke weg damit, viel zu schwer. Oh, kleines Baby Angst haben. Kleines Baby ist dabei, gerade den Laden auszuräumen. Hat die Schnauze, du Mistvieh. So viele schöne Sachen zum Looten. Vor allem, ich mache sie ja nur stärker, weil ich ihre schwächeren Glieder töte. Seriously. Interessiert, ob die Supermutanten aber stärker werden oder nicht. Jetzt, Zeitalter von Supermutanten. Ich glaube, da muss ich dich mal eben gewaltsam korrigieren. Eigentlich ganz nettes Büro. Wenn jemand reinkommt, sieht er da nicht sofort. Warum ihr dummen Menschen? Du fängst zu kämpfen wie ein Supermutant. Wir nicht vielleicht in einem Käfig mit Strong und Rex sperren. Strong und Rex, das klingt so ein bisschen, als hätte er zwei ziemlich fiese Köter dabei. Ja, einen Köter habe ich auch dabei. Kopf ab. Interessant. Das scheint ein bisschen anderer Bereich zu sein, als in den ich reingekommen bin. Das wär's. Ah, das ist die untere Ebene. Ja. Bluten, bluten und sterben. Bluten und sterben habe ich schon so oft gemacht, das ist schon langweilig. Hey, so gut hat ein Lendenschutz, braucht keine Sau. Wie schön. Und nochmal den Computer hacken, der wahrscheinlich nur für den Safe da ist. Die Folge ist ja... Na gut, dann gucken wir uns in der nächsten Episode an. Bis dann!